So, nach längerer Zeit nochmal Korea, einfach nur weil diese Augen mich im Laden so angeguckt haben, dass ich gedacht habe, hey, holst du dir nochmal Korea? So eins der letzten, die wir im Laden haben. Und dementsprechend mal gucken, was da so drin ist. Korea war cool, das weiß ich noch. Thwart the enemy, 3 Mana instant. Man verhindert allen Schaden, der in diesem Zug zugefügt wurde von Kreaturen, die der Gegner kontrolliert. Das ist nicht schlecht. Faceit Reader, 2 Mana 1, 2. Für 1 Mana tappen, zieht man eine Karte und wirft danach eine Karte ab. Go for Blood, 2 Mana Sorcery, eine Kreatur, die ihr kontrolliert, fightet eine Kreatur, die ihr nicht kontrolliert, mit Cycling. Die wurde mal in dem Cycling-Deck gespielt. Divine Arrow, 2 Mana Instant, fügt einer angreifenden, blockenden Kreatur 4 Schaden zu. Nicht bad. Bushmeat Poacher, Poacher, 4 Mana 2, 4. Für 1 Mana tappen, opfert man andere Kreatur und kriegt Lebenspunkte in Höhe der Verteidigungsstärke und zieht eine Karte. Raktor Sacrifice, ich erinnere mich. 6 Mana, 6, 6. Immer wenn ihr ins Spiel willkommt, kriegt ihr 4 Leben. Der Honey Mammut. Das Artwork. Oh mein Gott. Plummet. 2 Mana Instant. Ihr zerstört eine Kreatur mit Fliegend. Die ist auch so alt wie Magic selber, habe ich das Gefühl. Memory Leak. 3 Mana Sorcery. Ein Spieler eurer Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand vor. Ihr könnt eine Nicht-Landkarte von der Karte oder eine Karte aus dem Friedhof auswählen und diese exilen. Für 1 Mana Cycling. Nicht schlecht. Wo wir gerade bei alten Karten sind, Pazifismus, 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken. Das Artwork ist der Shit. Ich habe immer noch das Gefühl, das Biest ist high. High as fuck. Oh Gott. Anticipate. Antizipizieren. 2 Mana Instant, man zieht 3 Karten. Ne, man legt drei, guckt 3 Karten an, legt 2 davon unter das Deck und nimmt 1 auf die Hand. So ist es richtig. Huntmaster Liger. 4 Mana 3, 4 mit Mutate. Das bedeutet, man kann die Karte auch für ihre Mutate-Kosten spielen. Man muss sie dann oben oder unten auf, beziehungsweise unter eine Nicht-Human-Kreatur legen. Und die oberste Kreatur hat dann alle Fähigkeiten drunter. Nur die Fähigkeiten, nicht die Mana-Kosten, nicht die Namen, nicht die Stats, aber die Fähigkeiten. Und immer wenn diese Kreatur mutated oder eine andere Kreatur mutated, nee, andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen bloß x plus x, so bei x die Anzahl an Zahlen ist, die das mutated hat. Das ist eine coole Karte tatsächlich. Flourishing Fox, oh mein Gott. Der wurde im Cycle-Deck gespielt. Das hab ich geliebt, das Deck. Das war echt cool, als Kevin mir das gezeigt hat damals, war der Shit. 1 Mana 1-1, immer wenn ihr eine andere Karte cycelt, kommt da eine plus 1 plus 1 Marke drauf mit Cycle. Savai Kristall. 3 Mana Artefakt, tappen für ein schwarzes, ein weißes, ein rotes. Und für 2 Mana cycelt ihr das. Also könnt ihr das cyclen. Sondern Mana-Stein. Cooler Mana-Stein. Und unser Rare ist Genesis Ultimatum. Oh Gott, was ist das für Mana-Kosten? 2 grüne, 3 blaue, 2 rote. Sorcery. Man guckt die obersten 5 Karten der Bibliothek an. Man kann eine beliebige Anzahl an Permanenten davon ins Spielfeld bringen und den Rest auf die Hand und dann exilt man das. Das ist nicht schlecht für Commander, bestimmt was. Ein Forest, ein Human Soldier und das war's. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablesset. Ciao, ciao. An dieser Stelle ein kurzer Nachtrag. Es kommen jetzt wieder mehrere von diesen Promo-Packs oder ja, Standard-Showdown-Boostern und so weiter und so fort. Und ich werde jedes Mal gefragt, sobald ich diese Videos mache, so, ey, Blacky, kriegst du die geschenkt oder erkaufst du die? Weil ich davon doch tatsächlich relativ viel auf diesem Channel auch schon aufgemacht habe. Und um das ein für alle Mal klarzustellen, ich kaufe die. Ich kriege dafür nichts großartig geschenkt. Die ich geschenkt bekommen habe, habe ich dann auch so deklariert. Zwar 2020, nee, 2019 war das zum Beispiel ein FNM-Booster, also von den Promo-Boostern, was ich geschenkt bekommen habe, weil mein Team gesagt hat, hey, die Top 4 Leute wollen das jetzt nicht. Kannst du für den Channel aufmachen? Oder ein Standard-Showdown Ravnica habe ich mal gesponsert bekommen von meinem Spieleladen, dafür, dass ich dort ein Judge-Event gemacht habe.